Hey, willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es das erste Mal. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob Basti AG den HSV zum Aufstieg schießen kann. Und ob das klappt, seht ihr jetzt in diesem Video. Aber vorher gibt es noch ein kleines Flaggenquiz à la Basti AG. Und jetzt beantwortet mir, welche Flagge ist das? Natürlich, es ist der Fußballzwerg San Marino, der seit 20 Jahren mal sein erstes Spiel gewonnen hat. Applaus für San Marino! Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch gleich, wie ich Basti AG erstellt habe. Und nicht wundern, ich bin noch ein bisschen kränklich, deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen so. Dann viel Spaß euch! So Leute, ich habe jetzt Basti AG erstellt. Ja, falls wer sagt, das schaut doch gar nicht aus wie Basti AG. Ja, Bro, es ist fucking FIFA. Ja, FIFA, lasst mich halt die Haut nicht grau machen. Leider, ich habe es probiert. Aber meine Haare sind blau, lila. Das habe ich geschafft. Und das ist wichtig. Und nicht wundern, warum im Game überall Goat steht. Ich habe da einen Fehler irgendwie gemacht, keine Ahnung, aber... Basti AG, einfach Fußball-Goat und YouTube-Minecraft-Goat, also macht es doch keinen Unterschied, würde ich sagen. Also, meiner Meinung nach ist er der Minecraft-Goat. Also, aber okay. Schauen wir mal, ob er den HSV zum Aufstieg schießen kann. Ich kann nur so viel sagen, es ist spannend. So, wir haben den 1. Januar erreicht, also Transferphase, aber natürlich werden hier keine Transfers gemacht bei mir, natürlich. Die letzten Spiele haben es auch schon so mittelmäßig ausgeguckt, erstmal einige Siege dabei, einige Niederlagen und auch einige Unentschieden. Aber uns interessiert natürlich die Tabelle. Ui, wir sind Vierter mit 30 Punkten. Hinter Schalke mit 35 Punkten, also Aufstiegskampf wird noch spannend, also im Abstiegskampf. Ist natürlich Braunschweig, Ulm und Regensburg. Das sind alle auch die Kandidaten, die meistens unten sind. Unsere Torschützen sind Robert Glatz ist die Nummer 1. Digga, wo ist unser Goat? Wo ist Basti? Wo ist Basti der Goat? Ah, nee. Keins. Ah, keins. Und keins ist auch geil. Aha. Stock. Ja. Florian Niederlechner stark. Digga. Das sind bekannte Namen drin, muss ich sagen, ganz ehrlich. Riese, stark. Ist unser Goat überhaupt in der Mannschaft? Weil er nichts trifft? Ah doch, aber der Typ hat einfach 99 Schuss auf ihm gegeben. Nein, er trifft nichts, oder wie? Ja, egal. Ich würde sagen, wir simulieren einfach mal gleich weiter und schauen, wie es am Ende der Saison ist. Mal gucken, vielleicht werden wir Meister, vielleicht steigen wir auf. Vielleicht machen wir auch den HSV und verkacken es komplett. Viel Spaß euch.
So, kommen wir zum Saisonabschluss gegen Eintracht Braunschweig. Schauen wir auf die Tabelle. Wer ist gleich mit uns? Schalke! Im letzten Spiel also geht's um den dritten Platz, Relegation gegen Schalke. Also, wir spielen gegen Braunschweig, aber das Duell ist gegen Schalke, das Fernduell. Gleichzeitig unter Nummer 1 und ist irgendwo unser Goat. Unser Goat ist, wie soll ich sagen, nein, der ist nicht in der Torschützenliste. Ach, ne, für was habe ich Basti eingekauft? Na, der, wo ist er denn drin? Vorlagen! Aha, nein. Bumpe, Bumpe. Andere, nein. Christopher? Nö, aber auch nicht bei uns. Oder gegen die Rolle, nicht dabei. Und, rote Karte. Aha, ja. Ja, der Goat ist bei den roten Karten, ne? Mit einer roten Karte ist der Goat dabei. Gelbe Karten? Oh. Ist unser Goat auch bei den gelben Karten vertreten? Hm? Nein, er hat nur eine rote Karte bekommen. Nice! Aber ich würde sagen, ich hoffe, dass das Spiel geil wird gegen Braunschweig und ich hoffe, dass wir gewinnen. Wir sehen uns dann gleich nach dem Spiel, das fertig ist. Und haben wir jetzt den dritten Platz gesichert? Gucken wir mal. Wir sind Vierter. Nein, HSV. Warum? Wegen der scheiß Tordifferenz. Digga, wir haben sogar die gleiche Tordifferenz. Digga, nur weil die wahrscheinlich am direkten Duell. Also, wir haben auf gut Deutsch verloren. Basti hat es nicht geschafft, mit HSV hochzukommen. Aber auch nur deswegen, weil der HSV schon wieder HSV-Sachen macht. Natürlich verkackt der HSV immer am Ende. Ist halt der HSV. Jetzt noch einen ganz schlechten HSV-Witz. Wie erkennt man, dass es Frühling wird? Der HSV verkackt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe auch, wenn Basti dieses Video sieht, dass er es mit Humor nimmt. Und bitte nicht haten. Bitte nur liken, freundlich sein, Kritik ist okay. Aber mich würde ich wünschen, Basti, wenn du das Video siehst, lass gerne einen Kommentar, wie es dir gefallen hat oder reagier drauf, was willst. Lass das Video natürlich uneingeschränkt nehmen. Ist ja auch natürlich eine Art von deinem Content, deswegen. Ich hoffe, es passt dir, ich hoffe, es gefällt dir und ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, ciao!